Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu den FlatEx Morning News. Die Anleger zeigten sich gestern am Mittwoch eher zurückhaltend vor der heutigen EZB-Sitzung und der morgigen Amtseinführung von Donald Trump. Dennoch ging es leicht aufwärts für den deutschen Leitindex. Er verabschiedete sich auf seinem Tageshoch aus dem Handel, und zwar bei 11.599 Punkten, ein Plus von 0,5%. Wir schalten auch gleich mal nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe, um zu erfahren, wie es heute weitergehen könnte. Guten Morgen, Viola. Ja, gestern hat Janet Yellen zu uns gesprochen. Das muss heute verarbeitet werden. Dann bereitet sich der Markt auf die EZB-Sitzung vor. Und morgen kommt dann auch noch Donald Trump ins Spiel. Also einiges zu tun für den DAX, für den Markt. Wie gehen die Anleger damit um? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht im Moment nach ein bisschen Zurückhaltung auch heute aus. Also es sieht danach aus, als wäre das die Art, damit umzugehen, was wir heute eben noch alles erwarten. Denn gerade die EZB-Ratssitzung könnte ja insofern spannend sein, dass wir gestern ja sehr interessante Inflationsdaten für die Eurozone gesehen haben. Und die Frage jetzt ist, wenn die Inflation in Europa so stark gestiegen ist wie seit 3 Jahren nicht mehr, was heißt das dann für den zukünftigen geldpolitischen Kurs der EZB? Also da wird man heute Mittag sehr genau hinhören. Du hast das andere Thema angesprochen, am Freitag die Amtseinführung von Donald Trump in den USA. Und das sehen wir auch bei der Vorgabenseite, dass man sich davor, also vor diesem Machtwechsel im Weißen Haus, auch an der Wall Street ziemlich zurückgehalten hat. Da konnte dann auch die fortschreitende Berichtssaison nicht wirklich was dran ändern. Am Ende des Tages ein kleines Minus beim Dow von 0,1%. Die asiatischen Börsen, die sehen wir heute Morgen von der Vorgabenseite her dann eher so ein bisschen gemischt. Der Nikkei im Plus unterwegs, dafür schwächeln Shanghai Composite und auch der Hang Seng. Also gemischte Vorgaben, zurückhaltende Stimmung, das dürfte eben auch den frühen Handel erstmal bestimmen. Und dementsprechend kein Wunder, dass wir erstmal mit einem unveränderten Start in diesen Tag rechnen. Ganz herzlichen Dank, Viola, für die Einschätzung. Schauen wir uns das Ganze charttechnisch nochmal an, liebe Zuschauer. Schauen wir zunächst auf die Oberseite. Der Fokus, der bleibt hier auf das jüngste Bewegungshoch bei 11.692 Punkten gerichtet. Sollten die Bären jedoch erneut die Verteidigungslinie bei 11.480 Punkten durchbrechen, muss mit einem schnellen Angriff auf die 11.400-Punkte-Marke gerechnet werden. Zwei Produktideen, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Wie gewohnt ein Longprodukt, ein Faktorzertifikat auf den DAX mit der WKN MF0BVL. Und auf der anderen Seite auch ein Short-Produkt, ebenfalls ein Faktorzertifikat, hier mit der WKN MF0BVM. Termine des Tages, liebe Zuschauer, Viola Grebe hat das ein oder andere ja schon angesprochen gerade. Um 10 Uhr wird die EZB die Leistungsbilanz für den November veröffentlichen. 13.45 Uhr. Dann kommt es dann zum Zinsentscheid, 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz, in der das Ganze dann präsentiert und aufgearbeitet wird. Um 14.30 Uhr geht es dann weiter mit Daten und Zahlen aus den USA. Wir bekommen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann noch die Zahlen am späten Abend von American Express und IBM. Noch ein Hinweis auf den Newsletter, liebe Zuschauer, unter fladex.de/service/newsletter. Hier unten ist das nochmal eingeblendet. Können Sie diesen abonnieren. Er wird Ihnen dann jeden Tag um 8.30 Uhr zugeschickt, also montags bis freitags. Und er wird auch täglich aktualisiert, versteht sich, und zwar um 10.30 Uhr. Also ruhig ein paar Mal ins Postfach schauen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag. Freue mich, wenn wir uns auch morgen hier wiedersehen. Bis dahin.